Wusstest du, dass bis 1940 in deutschen Zoos Menschen fremder Völker zur Schau gestellt wurden? Entdecker brachten von ihren Reisen Menschen mit und in Hamburg im Zoo Hagenbeck wurde zum Beispiel 1874 die erste Völkerschau veranstaltet. Absurd? Ja, aber wo ist der Unterschied zu den Tieren? Genau, die Menschen haben inzwischen ein paar mehr Rechte. Die Tiere haben nach wie vor keine. So bekommen sogar oft Menschen, die schwere Straftaten auf dem Gewissen haben, die Freiheit geschenkt. Wohingegen Tiere, die nichts Falsches gemacht haben, ganz ohne Grund hinter Gittern gebracht werden. Ja, aber es geht ihnen doch gut, sagst du. Alles klar, die Gehege sind inzwischen meist schön hergerichtet und nicht mehr einfache Betonkästen, wie es früher mal war. Ein paar Pflanzen und eventuell noch Rückzugs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Doch die Gitterstäbe, beziehungsweise heute vielleicht auch mal Glas, das bleibt. Wie gut würde es dir gehen, wenn du immer genug zu essen, ein Bett zum Schlafen und im besten Fall vielleicht noch einen Freund bei dir hättest, aber gleichzeitig dein Leben lang in einem Gehege eingesperrt wärst? Diese Gefangenschaft hinterlässt Spuren. Untersuchungen zufolge zeigen 40 von 40 Schimpansen alle mindestens ein anormales Verhalten, wie zum Beispiel Fressen von Kot, Hin- und Herwiegen und stereotype Pflege. Von 84 asiatischen Elefanten in europäischen Zoos wurde bei fast drei Viertel der Tiere Stereotypien wie Nicken, Auf- und Abgehen und Weben, also das Hin- und Herwippen mit dem Kopf, festgestellt. Bei Raubtieren verbesserte sich im Zoo hingegen die Sterblichkeit von Jungtieren und die Lebenserwartung stieg. Doch auch das bedeutet nur, dass ein längeres Leben eine längere Zeit an geringem Tierwohl und somit an Tierleid bedeutet. Tierleid bleibt Tierleid. Oder sieht das für dich nach glücklichen Tieren aus? Zoo bedeutet Artenschutz. Ja gut, die ein oder andere Tierart hat anscheinend im Zoo überlebt, während sie in der freien Wildbahn vor dem Aussterben bedroht war. Doch wenn man sich das Ganze mal genauer anschaut, stellt man fest, dass gerade mal 800 von 8500 gehaltenen Tierarten wirklich bedroht sind. Rechtfertigt das, all die anderen Tiere in Gefangenschaft zu halten und zur Schau zu stellen? Und überhaupt, ist das die Lösung des Problems? Tiere einsperren, damit sie nicht aussterben? Das ist für mich so, als würde man ein Kind nie rauslassen, weil ihm ja etwas passieren könnte. Doch was hat das noch mit Leben zu tun? Ein kleiner Einblick in das Leben der Tiere im Zoo. Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft werden für die Haltung eines Eisbärpaares mindestens 400 Quadratmeter empfohlen, während sie sich in freier Wildbahn im Jahreslauf auf einer Fläche von 20.000 bis 250.000 Quadratkilometern bewegen. Für Tiger werden 200 Quadratmeter empfohlen, während sie sonst 20 bis 400 Quadratkilometer große Reviere durchstreifen. Aber die Kinder lernen doch so toll in Zoos. Mag sein, dass das manchmal so ist, doch sie lernen falsch, denn sie sehen Tiere, die nicht in ihrem natürlichen Lebensraum leben und auch keine natürlichen Verhalten aufzeigen. Außerdem ist das ein sehr egoistisches Argument dafür, Tiere einzusperren und auszubeuten, mal wieder nur für das Wohl der Menschen. Meine Abschlussfragen für dich. Findest du es richtig, Menschen ohne Grund einzusperren? Findest du es richtig, Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum zu reißen und sie in ein viel zu kleines Gehege einzusperren zur Bespaßung der Menschen? Wie würdest du dich fühlen, wenn du jeden Tag aufwachst und eine andere Spezies dich bei jeder Bewegung beobachtet, Fotos von dir macht und du keine Möglichkeit hast, diesem Ort zu entfliehen? Wer in Zoos oder ähnliche Parks geht, unterstützt unendliches Tierleid. Wenn du deinem Kind die Tiere und die Natur näher bringen möchtest, dann geh doch einfach mal in den Wald und zeige ihm die vielen Wildtiere, die es hier regional gibt, anstatt ihm vorzuleben, dass es in Ordnung ist, uns über eine andere Spezies zu stellen und diese gegen ihren Willen einzusperren. Es gibt übrigens auch tolle Tierdokus für die ganze Familie. Bitte teile, like und kommentiere dieses Video, damit dieses Tierleid nicht weiter unterstützt wird. Danke. Gemeinsam für das Wohl der Tiere.